Herzlich willkommen zur Mini-Predigt mit dem Thema Gott war tot in meinem Leben. Na, gibt es sowas, dass Gott tot sein kann? Also ich persönlich glaube, mit vielen, 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 vielen Millionen, vielleicht sind es auch im Laufe der Jahrtausende sogar Milliarden, die bezeugen ausgeschlossen, Gott kann nicht tot sein. Wer sind wir Menschen, wenn wir jetzt plötzlich anfangen, über Gott nachzudenken, wenn wir solche Reflexionen haben, Gott war tot in meinem Leben. Gibt ja genug Leute, die schreien immer noch laut, theologisch und politisch, Gott ist tot, ne? Für die existiert Gott gar nicht. Für die ist Gott so tot, dass sie es nicht ertragen können, dass zum Beispiel in den bayerischen Schulen ein Bild vom Gekreuzigten hängt, nicht? Das Kruzifix, wie es lateinisch heißt. Natürlich ist das nur ein Symbol. Das macht uns ja nicht selig, das ist ja Menschenwerk. Aber warum dieser Kampf? Gott ist tot, das Kreuz muss weg. Jesus hat nie gelebt. Wenn, dann ist Jesus nur einer von den großen Religionsstiftern. Aber eigentlich ist ja Gott doch tot, nicht? Nein. Der Satz müsste eigentlich richtig heißen, Gott war tot gesagt in meinem Leben. Das ist nämlich die Wahrheit. Ob Gott tot ist, das weiß doch niemand. Dass Gott lebt, na, das kann jeder wissen. Ich denke nur an das gewaltige Wort aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 1, das ist ein Zeuge aus der Heiligen Schrift. Da heißt es denn, was man von Gott weiß. Aha, man weiß etwas von Gott. Aber bestimmt nicht, dass er tot ist. Das, was man von Gott weiß, ist ihnen, den Menschen, geoffenbart. Denn Gott hat es in ihnen geoffenbart. Das ist, dass Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit, wird er sehen, so man das wahrnimmt, an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt. Also, dass sie keine Entschuldigung haben. Sie sehen also, Gott ist tot gesagt worden. Der ist gar nicht tot. Und woran sieht man das? Na, an der Schöpfung. Hören Sie das nächste Mal den zweiten Teil des Themas.